Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, auch ich spreche zur Blackbox COVAG. Eigentlich müsste sie ja Black-Green-Box heißen, weil die Grünen sind ja hier in der Geschäftsführung nicht ganz unbeteiligt. Die Blackbox COVAG war und ist eine der größten, teuersten und intransparentesten Fehlkonstruktionen in der Zweiten Republik, die zig Milliarden Euro gekostet hat, die mit der Gießkanne verteilt wurden, zu Lasten der Klein- und Kleinstunternehmer und natürlich zu Lasten der Steuerzahler. Wer waren die großen Profiteure der COVAG? Zum einen die von der COVAG beauftragten Berater, die großen Unternehmer, die massive Überförderungen erhalten haben und zu guter Letzt die schwarz-grünen Geschäftsführer und Aufsichtsräte. Außer Spesen nichts gewesen. Daher wäre es von Anfang an sinnvoll gewesen, die Finanzämter mit der Abwicklung und mit der Überprüfung der Covid-19-Hilfsmaßnahmen zu betreuen. Das hat auch der Rechnungshof in seinem vernichteten Bericht bestätigt und zugleich die Auflösung der COVAG empfohlen. Auch den Prüfern des Rechnungshofes war unklar, wozu mit der COVAG überhaupt eine neue Abwicklungsstelle gegründet wurde. Man hätte auf vorhandene Strukturen im BMF zurückgreifen können. Die Einrichtung der COVAG sei laut Rechnungshof wenig zweckmäßig und Berater hätten sich hier eine goldene Nase verdient. Während die Österreicher jeden Euro dreimal umdrehen müssen, hat man beispielsweise für die Protokollierung bei der COVAG 125.000 Euro erhalten und das für 30 Sitzungen. Allein 6 Protokolle des Aufsichtsrates haben jeweils, ich betone, jeweils mehr als 7.000 Euro gekostet. Die COVAG war ein Paradies für Berater, an die Unsummen an Honoraren bezahlt wurden. Mit diesem verschwendeten Geld hätte man viele Kleinst- und Kleinunternehmer helfen können. Da ist es auch kein Wunder, dass Schwarz-Grün die Einrichtung eines parlamentarischen COVAG-Unterausschusses stets verhindert hat. Hier geht es um das Steuergeld der Österreicher und da hat Kontrolle und Transparenz noch nie geschadet. Neben einem fürstlich entlohnten Aufsichtsrat gibt es in der COVAG als weitere Kontrollinstanz einen sogenannten Beirat. Bei Beschlüsse über wesentliche finanzielle Maßnahmen der COVAG hat der Aufsichtsrat dem Beirat ein Anhörungsrecht in Verbindung mit einem suspensiven Vetorecht einzuräumen. Und um die Kontrollfunktion des Beirates auszuschalten, wurde die Wesentlichkeitsschwelle so angesetzt, dass nur sehr wenig Zuschussanträge den Beirat zur Kontrolle erreichten. Im Rechnungshofausschuss haben wir dann erfahren, dass der Beirat letzten Endes von seinem suspensiven Vetorecht überhaupt nie Gebrauch gemacht hat. So schaut es aus, wenn Schwarz-Grün backeln, um jegliche grüne Kontrolle auszuschalten. Übrigens, einige tausend Unternehmer in Österreich warten rund 1,5 Jahre nach dem letzten Lockdown immer noch auf ihre Covid-19-Hilfen. Ein Skandal. Vielen Dank.